Spielen einmal anders. Spielzeugfreier Kindergarten hieß es die letzten 8 Wochen im Kindergarten Bogier. Aber Vorsicht, spielzeugfrei heißt nicht spielfrei. Vorgefertigte Spielsachen und Spielangebote wie etwa Bilderbücher oder Brettspiele wurden aus dem Kindergartenalltag entfernt und durch Materialien wie etwa Decken, Seile, Kisten oder Kartonschachteln ersetzt. Ja, wir sind ganz stolz, dass es heuer umgesetzt worden ist. Wir haben ja immer ganz tolle Projektjahre in unserem Kindergarten und das war ganz ein besonderes Projekt. Und jetzt in der Präsentation hat man eben gesehen, wie viel die Kinder einfach an Kreativität und Einfallsreichtum mitbringen, wenn sie mal nicht die Fülle an Spielzeug zur Verfügung haben, sondern einfach selbst entscheiden, was sie und mit welchen Materialien sie spielen. Ziel des spielzeugfreien Kindergarten ist es, soziale und kreative Kompetenzen zu erweitern, eigene Ideen umzusetzen und auch etwaige entstehende Konflikte zu bewältigen. Die Kinder werden dabei von Beginn an mit einbezogen. Wir haben mit den Kindern gemeinsam geplant. Es bedarf sehr viel an Planung und auch Vorbereitung für die Kinder. Wir haben mit den Kindern gemeinsam besprochen, welche Materialien kommen zu Beginn heraus vom Kindergarten, welche Materialien geben wir hinein wieder in den Kindergarten und natürlich auch die Information an die Eltern, was wir im Kindergarten mit den Kindern machen. Das Projekt dauerte 8 Wochen. Die Ergebnisse wurden in Form von Spielen, Liedern und einem eigens gestalteten Film in einer Abschlussfeier im Kindergarten Bogier präsentiert. Spielen einmal anders. Für die Kinder war es eine tolle Erfahrung und es ist fast schade, dass das Spielzeug jetzt wieder in den Kindergarten zurückkehrt. Ja, die Kinder waren überraschenderweise dann doch enttäuscht, dass das Projekt schon zu Ende ist. Und ja, aber das gehört auch dazu. Jedes schöne Projekt, jedes schöne Fest hat auch einmal sein Ende und wir schauen, was die Zukunft bringen wird.